Ja, ein Traumwetter haben wir heute hier auf der Wiesn und wir machen uns heute einfach mal einen richtig entspannten, oder? Was sagst du, Ilian? So machen wir es. Wir übernehmen nämlich den Job von Dreier und Hang mit der Wiesnstimmung, nachdem die ja ohne Absprache unseren Job mit der Challenge schon mal übernommen haben. Unsere Stimmung ist entsprechend gut. Ich würde sagen, wir schauen ins Zelt, oder? Mama. Servus. Servus. Für euch ist kein Anlass heute hier. Eure Challenge ist da vorne. Bitte am Paulaner Zelt einmal vorbei, ja? Schau mal das an. Ja? Der ist verkabelt. Ihr seid... egal. Da vorne, ja? Bitte. Dann machen wir das. Einmal rechts um die Ecke am Paulaner Zelt. Ah ja, und er kommt mit. Ja, 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 genau. Super gelöst. Security ist jetzt auch wieder weg, ja? Weil die Katrin da vorne steht. Wahnsinn. Hello, hello, hello. Ja, ihr Lieben, mein freier Tag. Doch tatsächlich kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als mit euch gemeinsam den freien Tag zu verbringen. Und was könnten wir auch nicht. Hier kommt eure neue Herausforderung. Das ist euer Utensil. Wusste sowieso mal. Das ist euer Utensil. Tja, aber nicht für den üblichen Gang, sondern ihr habt jetzt einen besonderen Gang. Und zwar starten von unserem Paulaner Festzelt rüber Richtung Käferwiesenschenkel, Nummer 2 Eingang, gilt es, diese Rolle auszurollen. Es gewinnt der, der es geschafft hat, die Rolle komplett auszurollen. Sie ist nicht gerissen und es sind keine Abdrücke, keine Fußabdrücke von irgendwelchen Wiesengästen auf dieser Rolle drauf. Und das bedeutet, ihr müsst euch Toilettenpapierhüter suchen, die ihr organisiert, damit hier diese Straße euer Weg safe ist. Easy, oder? Easy. Easy peasy. Ihr schafft das. Ich weiß das. Let's go. Ilian? Ja? Ich sage, go. Die Challenge beginnt! Sie haben gerade frisches Bier. Das ist nicht gut. Würdet ihr mir den Start an da festhalten? Ja, ja. Ja, dann kommt's mit. Könnt ihr mir dabei helfen? Ja, selbstverständlich. Ja, dann kommt's mal mit. Dann kommt's mal mit. Ich kenne mich aus. So. Jetzt aber aus, das Ding. Aber keiner darf draufsteigen. Keiner darf draufsteigen, also gut. Keiner darf draufsteigen. Okay. Halt jetzt mal fest, halt jetzt mal fest. Halt jetzt mal fest. Ja, festhalten. Festhalten, festhalten. Festhalten. Festhalten, bitte. Ja. So. Gib Gas. Ja. Oh, 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 Vorsicht! Einmal festhalten, mit der Hand festhalten! Nicht draufstecken, nicht draufstecken, nicht draufstecken. Darf ich nicht, nee. Jetzt ist einmal gedreht. Obacht! Ja, egal. So. So. Oh, und das ist... ja, bis ganz zum Ende. Jetzt ist die Rolle bis ganz zum Ende ausgerollt. Und ich würde mal sagen, ich habe gut vorgelegt. Tobi, ich bin mal gespannt, was du so machst. Ilian hat es in 59,5 Sekunden geschafft, die ganze Rolle auszurollen. Toppt das Tobi oder floppt er? Fortsetzung folgt. Wir sind weg.
Ihr seid meine Securities. Ja. Keiner darf da drauf treten. Ich starte von da drüben bis zum Käferzelt. Wir machen mal Challenge von München TV. Was macht's? Eine Aufgabe. Eine Aufgabe machen wir. So machen wir es. Jetzt helfen wir, oder? Und jetzt springe ich auch nur. Scheiße. Ich muss mit der Klopapierrollen von da auf die andere Seite kommen, ohne dass jemand drauflatscht. Die ganzen Leute, die da schon sie versammeln, helfen mir. Und es war gut, wenn ihr da am Start steht, dass keiner auf meine Rollen drauf tritt. Okay, sind die anderen schon weg oder nur da, die da in der Mitte waren? Die sind weg. Jetzt wär's soweit. Also am Boden einfach halten, oder? Genau. Bitte nicht drauf treten, am besten mir helfen, wenn's geht. Keiner soll drauf treten. War schon zu spät. Da war schon Stopp. Ja? Da warst du schon fertig. Ja. Du hattest es schon ausgerollt, ich hab's gesehen. Perfekt, danke euch, dass den Spaß mitmacht. Danke. Ein Beweisstück? Der Rest vom Fest. Der Rest vom Fest. Jetzt beschmutzt jedoch am Ende der Challenge war, es weiß so, wie die Herausforderung auch war. Keine Bremsspuren. Keine Bremsspuren. Unterschiedliche Taktiken, die ihr beiden hattet, beide erfolgreich. Das heißt, das Kriterium ausrollen, komplett ausrollen, Richtung Käferwiesenschenkel, nicht gerissen und am Ende auch noch weiß und keine Spuren drauf, habt ihr alle drei erfüllt. Somit, finally, entscheidet die Zeit. Und da muss ich sagen, war Tobi mit 36 Sekunden der Schnellste. Ja! Ein Punkt für Tobi. Das kannst du gleich mitnehmen, um deinen Angstschweiß oder was auch immer dann abzuwischen. Wir sind